Schönen guten Morgen, super, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich gehe davon aus, dass du dich weiterbilden willst, dass du dazulernen willst, dass du sehen willst, wie man vielleicht manche technische Sachen besser lösen kann oder optimaler lösen kann. Dann bleib da dran. Heute geht es um eine Heizungsanlage, 18 Familienhaus, bewohnter Zustand. Das bedeutet, wir müssen ein Konzept erarbeiten, wie wir das ganze Gebäude mit Energie versorgen, während wir die Anlage umbauen. Die großen Komponenten wie den Trinkwasserspeicher und die Anlage an sich, die lassen wir vor Ort anliefern, damit wir einfach nicht die Autos komplett jedes Mal beladen müssen. Ja? Und die Komponenten sind riesig. So, was es da alles zu lernen gibt, wie wir die technischen Sachen lösen und wo es Probleme gibt und wie wir das schaffen, das Ganze zu lösen, siehst du jetzt in diesem Video. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Das sind jetzt die Vorbereitungen für den Speicher. Falls sich einer die Frage stellt, warum so viele Absperrventile? Nun, weil wir die Anlage, die ihr jetzt sehen werdet, doppelt haben. Das heißt, ein Haus nebendran ist die gleiche Anlage, nur spiegelverkehrt. Und weil wir optimierter arbeiten wollen, haben wir natürlich das Zubehör für beide Objekte gebracht und jetzt wollen wir die ganzen Vorbereitungen für beide Häuser gleichzeitig machen, damit wir effizienter das Ganze über die Bühne kriegen. Die Vorbereitungen sind erledigt, Werkzeugmaterial getrennt, alles an dem Platz, wo wir es haben wollen. Wir haben jetzt einen Basisraum, von dem wir ausgehen. Jetzt sind wir im Heizraum drin und hier ist es, Mann, das ist einfach zu dunkel. Wir brauchen Licht. Viel besser. So, jetzt sehen wir auch, was wir machen wollen. Folgender Plan und wie wir vorgehen. Trinkwasserspeicher kommt morgen raus. Wir stellen den neuen hin, schließen den an. Beheizen werden wir den mit der elektrischen mobilen Heizstation, damit wir die ein paar Tage über, wo wir die Heizungsanlage sanieren, damit wir konstant Warmwasser haben. Dann haben wir jetzt Oktober. Das bedeutet, draußen ist jetzt teilweise nachts 6, 5 Grad, vielleicht noch ein bisschen kälter. Das bedeutet, das Gebäude und die Menschen, die hier wohnen, die brauchen Wärme. Das werden wir lösen, indem wir eine mobile Heizstation, einen kleinen 60 kW Kessel, ist es glaube ich von uns, den werden wir hier reinstellen, das Abgassystem erstmal mit dem atmosphärischen mobilen Kessel belegen. Dann werden wir das gesamte System entleeren müssen, weil die Absperreinrichtungen, die hier eingebaut sind, die sind für uns nachteilhaft, ja? Die sitzen an einer ganz schlechten Stelle. Wir müssen dann mit der Kirche ums Dorf rumfahren. Wollen wir nicht. Wir wollen das so gut wie es nun möglich ist lösen und deswegen wird die Rohrleitung getrennt. Dann bauen wir Verschraubungen ein, schon wieder Gebo. Es ist einfach funktional, es hat Wert und ich will keine 5 Stunden oder keine 2 Stunden hier damit verbringen, die Schweißnaht am Elektrokabel zu schweißen. Es funktioniert einfach und es ist nachhaltig. Wir werden die Rohrleitung zum ganzen Gebäude hin neue Absperreinrichtungen einbauen. Dann werden wir die Zuleitung zu dem neuen Gerät abstopfen, damit wir die mobile Heizstation betreiben können. Wenn das hier alles vorbereitet ist, Elektrik, Hydraulik, Abgassystem, wenn das alles fertig ist, dann gibt es einen Umschluss. Das heißt, einmal Kugelhähne zu, alles abbauen, mobiles Gerät raus, neue Anlage geht auch in Betrieb und das wird ein richtig toller Heizraum. Wollen wir den auf dem Sackkarren fixieren, nur vor der Tür kann und dann machen wir das zu dritt, wenn der Schrotthändler da kommt. So. Ist leer jetzt alles, ja, soweit? Ja, da kommt nichts mehr. Dann können wir nämlich die Kaltwasserleitung aufdrehen, das Warmwasserventil setzen wir parallel dazu, neben die Kaltwasserleitung, dann haben wir alle... Wo willst du jetzt die Absperre setzen für das Kaltwasser? Hier, in dem Bereich. Okay, direkt an der
Gestern war das Wetter so schlecht und es hat die ganze Zeit genieselt und geregnet, aber dafür hat man ja heute einen unglaublich tollen Sonnenaufgang. Ich wäre jetzt so gerne irgendwo auf einem Dach und würde filmen, aber es ist im Laufe der Woche ist halt nicht möglich. Das, was ich jetzt hier mache, ist Überschlagen der Mindestmaße, was ich brauche, um die Anlage aufzubauen. Das bedeutet vom Vorlauf die Mindesteinstecktiefen beachten, alle Module zusammen vorbereiten. Jetzt habe ich die nebeneinander hingelegt, damit ich sehen kann, was für eine Ausladung ich habe. Das ist dann ein Maß x Meter von mir aus, okay? Dann habe ich die vorgegebene Maße vom Standkessel. Das heißt, vom Boden bis zur Mitte gemessen ungefähr 1,35 Meter oder sowas. Ja, das spielt ja jetzt in dem Moment keine Rolle. Aber was ich damit sagen will, du hast immer ein Fixmaß und du hast eine Begrenzung im Heizraum. Ja, da ist die Höhe, das ist das Vorlaufrohr, so weiter höher kann ich nicht. Und das heißt, wenn ich die Oberkante des Rohres habe, die Oberkante des Kessels habe, dann habe ich ein Maß von 80 cm. Vielleicht. Und dann weiß ich genau, aha, mit dem Aufbau, den ich jetzt gerade machen will, funktioniert das nicht. Was ist dann die logische Schlussfolgerung? Ist dann, du musst, bevor du das Ganze aufbaust, dir einen Weg überlegen, wie du das aufbaust. Und das ist das, was ich halt immer mache. Ja? Ich überschlage die Werte, schaue, was ist für mich am optimalsten und dann baue ich erst die Anlage auf. Ich schraube nichts vorher zusammen, bevor ich nicht genau weiß, kriege ich das hin oder nicht. Weil sonst mache ich das, die Arbeit zweimal oder dreimal oder fünfmal. Ja? Ich habe darauf einfach keine Lust, die Zeit so in die Sonne zu treten. Und deswegen vorbereiten ist A und O. Und je besser du gemessen hast und je besser du überschlagen hast, umso einfacher hast du es dann beim Montieren. Also wieder soweit, klassischer Fehler, Fließrichtung nicht beachtet, ich habe den jetzt falsch rum angesetzt, habe vorher zwei, dreimal drauf geguckt und bin mehr oder weniger gerade betriebsblind, weil ich immer wieder auf das Gleiche schaue und nicht sehe, dass ich was verkehrt baue. Es gibt auf diesem Planeten Erde keinen einzigen Menschen, der 100% alles richtig macht. Es gibt ihn einfach. Und Fehler sind unvermeidlich, gehören zum Leben mit dazu. Und jetzt baue ich das Teil raus und mache das neu. Beim letzten Video oder bei einem von den Videos habe ich euch erzählt, Magnetitfilter und Luftabscheider. Die haben innen drin so eine Wabe. Ja, hier sieht man das, dass so ein Waben- oder Gittergeflecht ist. Jetzt ist bei dem hier das aus Metall, bei dem anderen war es aus Kunststoff. Das Bauteil wird so eingebaut. Wenn das Wasser aus der Heizungsanlage raustransportiert wird, durch eine Pumpe rausgesogen wird, dann muss es immer durch den Luftabscheider oder durch den Magnetitfilter durch. Und diese Waben bewirken dann, dass das Wasser verwirbelt wird, dass sich entweder die Sedimentstoffe, also die Metallteilchen, im unteren Magnetitfilter absetzen oder in einem Luftabscheider. Durch dieses Wabengeflecht wird das Wasser von der Luft getrennt, die steigt hoch und kann raus. Unabdingbar bei einer guten Heizungsanlage, dass ihr solche Sachen einbaut. Man kann natürlich auch automatische Entlüfter in kleinere Versionen einbauen. Die sind aber meines Erachtens nach in der Kategorie, was man jetzt bauen, 100 kW Kessel oder größer. Das ist Spielzeug. Du brauchst richtiges Kaliber, damit das auch in einem großen Kessel hast. Du brauchst auch große andere Bauteile, die im Zusammenspiel miteinander funktionieren. Speicher fertig,
Sodium fertig, Warmwasser und Heizung. Jetzt erlegen wir gleich den Kessel. Gestern habe ich auf meinen Perso zufällig drauf geguckt und da steht dran, ich bin Ü45. Indem er sich aber trotzdem irgendwie wie 25 fühlen kann, zeige ich euch jetzt in der so schönen Werbung. Hier. Ja. Und wo kommt Musik her? Ja, du weißt doch, das ist Herr van Dijk, der macht doch immer in seinen Mittagspausen den Zirkus. Hört sich gut an? Okay, du fängst an. Okay. Ja. Ey, cooler Move. Also. Geht so. Okay, hast du gewonnen, Ja! Frankreich! Schon fertig oder was? Julian, jetzt müssen wir aber reinkleppern. Wir müssen mal gucken, wie wir das mit dem Maurizio am besten machen, ne? Wenn wir die Stellage vorbereiten, dass wir einen Kabelkanal drauf machen können und dann kommt der. Super. Schön, dass du da bist. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen vorgeschrieben. Das sind ein paar Kleinigkeiten. Ja, also Steckdose und so weiter. Dann werden wir das GIS-Profil da ansetzen und werden das so andocken. Gut, komm mal dran. Halt. Ja, wahrscheinlich wird es. Wir zeigen euch jetzt mal, wie das Licht vorher war, ja? Bevor wir angefangen haben. So. Gar nichts. Es ist echt mega dunkel, ja?
Und wenn du so arbeitest, ja, und du sagst, ich habe keine Zeit, ich brauche keine Lampen, ich brauche kein Licht, ich stelle mir Baustrahler rein, wird schon irgendwie, kriege ich das hin. Junge, Junge, vergiss es. Lampen, Licht, dass du überhaupt siehst, was du bauen willst. Ja? Du kriegst, du baust, da brauchst du zwei Lampen rein für 20, 30 Euro. Und du siehst alles. Ist doch viel besser. So, und jetzt setzen wir die Lampe nochmal hier um, weil vorher haben wir die da platziert. Die war an einer super Stelle, wir konnten sehr gut arbeiten und das hat alles funktioniert. Und jetzt haben wir die Rohrleitung ein bisschen umgeändert, weil wir gesagt haben, wir wollen das strömungstechnisch besser bauen, wie es vorher gewesen ist. Und wir wollen nicht so viel Material wegballern. Ne? Und das ist der einzige logische Weg, der sich dann uns erschließt. Deswegen ist die Lampe jetzt hier an der Stelle fehl am Platz, weil die Rohrleitungen verlaufen dann hier und dann ist die Lampe direkt nebendran, kann nicht gedämmt werden und so weiter. Logische Konsequenz, Lampe abhängen, hier rüber, da sind schon Bohrlöcher drin, wir werden ein, zwei davon übernehmen und dann haben wir direkt Licht dort, wo wir es brauchen. Mega, ja? Versucht solche Sachen bei mir abzuschauen, macht es noch viel besser. Ja? Und jetzt hängen wir die Lampe um. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie wir hier aufgestellt sind. So, Werkbank, das habt ihr schon gesehen. Dann hier haben wir jetzt gerade mal die ganzen Papiere hingeschmissen, unsere Nachfüllstation, die restlichen Fittinge, die jetzt auch in einen anderen Heizraum wandern werden. Dann, so, da haben wir jetzt die ganze Elektrik alles verteilt und die ganzen Rohre. Hier ist unser ganzes Werkzeug, was wir dann abends einschließen. Ja. Und auch jeden Abend einräumen. Dann hier haben wir ja geflext und geschnitten und so weiter. Da steht die Leiter, die wir dann fürs Dach brauchen. So, und jetzt haben wir die ganze Elektrik fertig. Kompletti. Als nächstes wird es sein, die Hydraulik ist fertig, Elektrik ist fertig. Wir bereiten das Abgassystem vor, messen vom Kamin aus die Länge, schauen, wie wir aufs Dach kommen. Das ist dort, dieses Mal ist es auch nicht so trivial. Wir müssen erstmal eine längere Leiter aufstellen, so 3-4 Meter. 12,20 Meter. Das ist ja gar nichts. Bis zum Fenster. Und dann werden wir das wahrscheinlich zu viert machen. Ja? Einer steht unten, einer krabbelt hoch, einer steht auf dem First und einer steht auf dem Kamin, dass wir uns gegenseitig das Material reichen können. Ansonsten ja, ist schwierig. Ja? Es kommen immer wieder Kommentare. Easy Baustelle, geht an einem Tag. Ich sage euch, Jungs und Mädels, also wir sind schon wirklich sehr gut aufgestellt und wir wissen ganz genau, was wir bauen, wie wir es bauen und vielleicht sind wir auch ein bisschen Korinthenkacker, weil wir jedes Mal das Beste vom Besten geben und versuchen immer das Ganze optisch super abzuliefern, an viele Sachen denken, wie Stagnation, tote Trinkwasserleitung, Absperrorgane, die nicht funktionieren, elektrisches Wirrwarr entfernen und so weiter. Das ist alles, gehört mit zu dem Projekt, wo wir versuchen, das Ganze zu optimieren. Ja? Und ich sage euch eins, wenn ihr Qualität abliefern wollt, es ist einfach nicht machbar, an einem Tag so ein Riesenprojekt zu stemmen. Und wenn du das gemacht hast, Gratulation, dann machst du wahrscheinlich 5 solche Anlagen an 5 Werktagen. Das machst du aber jetzt 10 Jahre, 20 Jahre, no way. Keine Chance. Qualität braucht seine Zeit und das ist dann bedeutet Beständigkeit. So, und jetzt habe ich wieder einen halben Roman geschwätzt. Mein Gott. So, jetzt müssen wir aber wieder gleich loskleppern. Wir trinken noch einen Schluck und dann. Es gibt unglaublich viel auf einmal zu stemmen und das heißt, du brauchst komplett, musst du fokussiert sein, du brauchst eine Ordnung und Struktur, dass du wirklich alles zack, zack, zack erledigen kannst. Das ist unser Handwerkzeug.
Ja, und jetzt haben wir das, wir waren ja ein paar Tage unterwegs, jetzt ist wieder alles da. Wir machen jetzt unser Werkzeug, alles was wir brauchen, an einen Platz, alles was wir nicht brauchen, an einen anderen Platz. Dann wird jetzt der Kessel demontiert, das Provisorium, Gasleitung neu verlegt, Abgassystem neu angedockt, die Neutralisationsleitung angeschlossen, Speicher angeschlossen, Elektrik ist fertig. Dann alles innerhalb von kürzester Zeit, das Abgassystem realisieren wir zu viert. Da kommen noch zwei Jungs mit dazu, dann machen wir das in einer halben Stunde, wird das komplett fertig sein, damit wir da keine Zeit verschwenden und dann sind wir wieder nur zu zweit da und machen die Anlage fertig, weil die Inbetriebnahme findet ungefähr um 10 Uhr statt. Jetzt haben wir 6 Uhr morgens vorbei und das heißt jetzt, wir müssen wirklich Gas geben, damit wir das Ziel erreichen können, ja, dass bei der Inbetriebnahme auch die Gasleitung, die ist ja nur momentan provisorisch, dass das alles fertig ist. Und jetzt wollen wir es wissen. Jetzt habe ich die Verschraubung vom Gasdruckregler gelöst und dann geht mir die Rohrleitung fast 2 cm nach unten. Das bedeutet für mich, die war extrem unter Spannung eingebaut. Geht so gar nicht. Ja? Also, liebe Zeit, nie unter Spannung irgendetwas bringen, das ist wirklich nicht gut gelöst. Jetzt läuft die Gebrauchsfähigkeitsprüfung in der Zeit einhanzen. Ich habe mir ein Maß aufgeschrieben, wie weit das drin gewesen ist, damit ich es wieder aufs gleiche Maß reindrehen kann. Neue Dichtungen, Druckprüfung abwarten, ausdrucken, fertig. Leckrate 0,0 ist immer schön. Ist tatsächlich die Isolierung ausgegangen. Ich fahre mal kurz ins Geschäft. Moment. Es kann weitergehen. Meine Liste, die ich angefertigt habe, ist durch, alles ist durchgestrichen. Das bedeutet, meine Heizungsanlage ist jetzt fertig und das wiederum heißt, die Anlage gehört jetzt zum Kunden. Wir haben für die Technik-Nerds unter euch, für genau solche wie ich es auch bin, 508 Bauteile, 25,5 Meter Dämmung, 10 Meter Kupferrohr, 27,5 Meter C-Stahlrohr und 57 Meter Kabel haben wir gebraucht, um die Anlage bauen zu können. Jetzt bringen wir noch die restlichen Sachen alle rüber, die rüber müssen. Und wir haben hier viel vorbereitet, was wir an der Anlage und anderen Anlage auch mitnutzen können. Das heißt, ich mache jetzt noch einmal klar Schiff, alles sauber machen und hinterlasse dann alles genauso, wie ich es vorher auch vorgefunden habe. Jetzt haben wir das komplette Programm ist jetzt fertig und das ist jetzt mein Abschlusstake. Ich will noch ein paar Worte zu der Anlage verlieren. So, auf der Isometrie habe ich gezeichnet, dass ich die vertikal aufbauen will. Ging aber nicht, weil der Raum das nicht hergegeben hat. Mehr haben 20 cm, 15-20 cm haben mir gefehlt, um das Ganze vertikal aufzubauen.
Deswegen haben wir umgeschwenkt und haben die ganze Anlage horizontal aufgebaut. War auch die bessere Entscheidung, ist viel entspannter gewesen, das Ganze so zu bauen. Es ist nicht alles so gestaucht und geknirscht, ja, sondern jetzt sieht es alles richtig super aus und gefällt mir sehr gut. Und so kann ich das jetzt alles übergeben. Ja, und jetzt räume ich noch meine letzten zwei, drei Sachen zusammen und bringe die rüber, damit wir dort die Anlage aufbauen können, also im Haus nebendran. Mein Name ist Luke van Dijk und ich wünsche euch eine richtig gute Zeit. Ciao.